Willkommen hier bei Asphalt Art, dieses Mal mit einem der schönsten Coupés, die man sich in meinen Augen so kaufen kann, mit dem aktuellen Audi A5. Das ist aber nicht irgendein Audi A5, sondern ein Audi A5 40 G-Tron. Das bedeutet, dieses Auto fährt mit Erdgas. Wir haben das Thema hier bei Asphalt Art schon mal behandelt mit einem Skoda Scala und wir wollen euch dieses Mal einfach zeigen, dass man auch Erdgas fahren kann, ohne in so einem nischigen Kleinwagen oder in einem VW Caddy zu sitzen, sondern in so einem richtigen, schönen, großen, komfortablen, luxuriösen Auto. Also, viel Spaß! Jetzt wie immer mit dem Schlüssel, der sieht beim A5 40 G-Tron so aus, das ist jetzt keine Überraschung. Ihr habt drei Knöpfe, den elektrischen Kofferraum entriegeln und öffnen, das Fahrzeug entriegeln und das Fahrzeug verriegeln und das war's. Ja, wir fangen an mit ein paar grundsätzlichen Daten und Fakten zu dem Auto. So wie er hier steht, ist er 4,76 Meter lang, er ist inklusive der Außenspiegel 2,03 Meter breit, ihr könnt also in den allermeisten Autobahnbaustellen auf der linken Spur fahren und er ist 1,41 Meter hoch. In diesem wunderbaren Weiß geht der Audi A5 G-Tron 40 bei knapp über 47.000 Euro los. Das Auto, was wir euch heute vorstellen, kostet allerdings 69.555 Euro. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist mir viel zu teuer, dann schaut doch sehr gerne mal bei unserem Kanalpartner vorbei, nämlich bei Car Vertical. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, denn wenn ihr euch den A5 G-Tron vielleicht in einer früheren Generation als Gebrauchtwagen kaufen wollt, dann könnt ihr dort die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben und Car Vertical spuckt euch einen Bericht aus, wo drin steht, was ist der letzte bekannte Kilometerstand, wo wurde das Auto überall zugelassen, wie viele Vorbesitzer gibt es, gibt es vielleicht irgendwelche Unfallschäden, von denen mir ein Verkäufer oder ein Händler vielleicht nichts erzählt. Und wenn ihr Glück habt, wird das dort aufgelistet, ist auch gar nicht teuer und mit dem Link, den ihr in der Videobeschreibung findet, bekommt ihr sogar nochmal 10% Rabatt auf euren Car Vertical Bericht und ihr unterstützt damit unseren Kanal bei der Arbeit. Jetzt aber wieder zum A5 G-Tron und als allererstes machen wir ihm mal die Haube auf und schauen uns das Aggregat an, was hier drunter schlummert. Natürlich geliftete Haube, ist ja klar. Hier drunter steckt ein Vierzylinder. Das ist im Grunde ein ganz normaler 2 Liter Vierzylinder Benziner, der aber technisch ein bisschen verändert wurde und damit auch mit Erdgas funktioniert. Wir haben hier in unserem Fall 170 PS und 270 Newtonmeter Drehmoment und andere Motorisierungen gibt es für den 40 G-Tron auch nicht, beziehungsweise es gibt allgemein keinen anderen als den 40er G-Tron, also den 2 Liter Benziner beim A5. Machen wir eben die Haube wieder zu. Ist also ziemlich unspektakulär. So, und jetzt fangen wir hier vorne mit dem Design an der Front. Und ich habe es euch in der Anmoderation schon gesagt, für mich ist der A5 eins der schönsten Coupés, was man so kaufen kann. Noch schöner finde ich ihn ehrlich gesagt mit nur 3 Türen. Den G-Tron gibt es allerdings ausschließlich als 5-Türer. Das, was ihr hier seht, das ist die aktuelle Lichtsignatur vom Audi A5. Finde ich ausgesprochen gelungen mit diesen unterteilten Lichtblöcken hier. Das sieht super modern und technisch aus. Das Ganze eingefasst in so einem, das sieht fast aus wie gebürstetes Aluminium. Es wird mit Sicherheit Kunststoff sein. Darunter dann so eine X-Form. Wir haben hier ausgestattet nicht nur das Matrix-LED-Licht, sondern die höchste Ausstattungsvariante, das Matrix-LED-Laserlicht. Das bedeutet, der A5 in diesem Fall blendet euch entgegenkommenden und vorausfahrenden Verkehr aus, dimmt Verkehrszeichen ab und kann, wenn dann das Fernlicht eingeschaltet wird, noch ein zusätzliches Ultra-Range-Fernlicht aktivieren, was über einen Laser funktioniert und damit habt ihr nochmal eine bessere Ausleuchtung in der Nacht. Und das bringt auch echt was. Das ist nicht nur irgendwie so ein Gimmick, sondern da ist brutal weit ausgeleuchtet. Sehr, sehr cool. Eine Etage weiter unten, diese Kugeln hier oder Halbkugeln, das sind keine Nebelscheinwerfer, sondern dahinter verstecken sich links und rechts die Radar-Emitter und Sensoren für die ganzen Assistenzsysteme. Ihr habt hier natürlich eben zum Beispiel auch einen abstandsgeregelten Tempomat, dazu aber mehr bei der Fahrt. Da unser A5 hier mit der S-Line ausgestattet ist, haben wir diese Seiten nochmal in solchen
Chromspangen eingefasst, ist Kunststoff, ist nur verchromt. Ich finde das sehr schick und das macht das ganze Auto einfach noch mal so ein bisschen bulliger und sportlicher. Ich finde ganz im Allgemeinen, der Look von dieser Front ist sehr, sehr sportlich. Wir gehen weiter nach vorne. Der typische Octagon Audi Single Frame Grill in Hochglanz Schwarz. Das ist natürlich immer ein bisschen kratzempfindlich, aber es sieht sehr schick aus. Unterhalb der Audi-Ringe die Kamera, denn hier gibt es natürlich auch eine 360-Grad-Rundumansicht im A5 G-Tron. Und da wir ja links und rechts diese Radarhalbkugeln haben, haben wir in dem Grill auch keine unschöne Radarplatte. Und da sieht man mal, wie elegant so ein Grill aussehen kann ohne diese Platte. Über den Audi-Ringen hier eine Hommage an die Urquattro-Modelle. Das sieht aus, als wären das hier Lüftungsschlitze, sind es aber nicht. Die sind zu. Das ist ein reines Designelement. Und dann zieht sich die Motorhaube wirklich sehr, sehr schön muskulös gespannt, sage ich mal, durch diese Falze hier über das ganze Auto. Und eine Besonderheit, das gibt es bei Audi normalerweise nur in den ganz großen Premium-Modellen, die Motorhaube liegt seitlich auf den Radhäusern auf und wirkt dadurch einfach nochmal breiter gespannt und länger gezogen. Das gefällt mir schon sehr gut, finde ich sehr schön. Auf der Seite sieht man jetzt unsere 19 Zoll Felgen, die unser A5 G-Tron mitgebracht hat. Ich finde sie ja schick, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein Fall wäre es nicht. Ich würde mir da was anderes ausstatten, aber zum Glück sind Geschmäcker verschieden und im Konfigurator kann man sich da ordentlich austoben. Könnt ihr gerne mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Ja, man kann ihn sich auf jeden Fall sehr schick machen. Weiter geht es hier auf der Seitenansicht mit dem S-Line-Badge, denn ich habe es gerade eben vorne schon gesagt, unser A5 ist ausgestattet mit der Designlinie S-Line. Und dann habt ihr hier so einen schönen, so eine geschwungene Chromlinie. Sieht sehr, sehr stylisch aus. Und wenn ihr keine S-Line habt, dann steht das hier auch nicht. Aber ich meine, man kann sich das auch abkonfigurieren, dass hier S-Line steht. Könnt ihr ja gerne mal ein bisschen rumspielen. Weiter geht's mit den Spiegeln. Die sind in Wagenfarbe lackiert und unter diesen Spiegeln verstecken sich auch die links- und rechtsseitigen Kameras für die 360-Grad-Rundumansicht. Ich kann sehr gut sehen in den Spiegeln. Sie sind ausreichend dimensioniert und finde ich, sehen trotzdem ganz schön aus. Auf der Fahrertür haben wir dann Keyless Entry und Keyless Close und das gleiche haben wir auch auf beiden Seiten hinten. Das finde ich sehr schön. Was ich ganz besonders schön finde, ist rahmenlose Scheiben, denn es ist ja ein Coupé, das finde ich wirklich super schick. Und jetzt bitte mal an alle, die vielleicht bei Leuten mitfahren, die ein Coupé fahren, fasst nicht an der Scheibe an, bitte, zum Tür zu machen. Das ist immer die Fingerabdrücke, fürchterlich. In unserem Fall ist die Fensterlinie eingefasst von so einer Chromspange und wir haben, und jetzt habt ihr das gerade gesehen, hinten auch Keyless Close, wir haben hinten dunkel getönte Scheiben und jetzt demonstriere ich es gleich mal. Ich mache hinten mit dem Keyless Entry wieder auf. Da ist der Vorführeffekt. Ist ja jetzt nicht wahr. Ihr habt hinten auch Keyless Entry und Keyless Close. Ihr könnt es mir glauben. Und auch hinten getönte Scheiben, rahmenlose Scheiben. Das sieht wirklich unglaublich sexy aus, finde ich, weil das einfach so leicht und luftig daherkommt. Sehr, sehr cool. Diese Chromfensterlinie schließt dann hier hinten ab. Nicht einfach nur mit einer Spitze, sondern hier steigt es auch mal so ein bisschen an und das macht diese Fensterlinie ja sehr schön lang. Mir gefällt es ganz gut. Und hinten macht der A5 dann, obwohl es ja kein irgendwie S- oder RS-Modell ist, in meinen Augen auch ganz schön dicke Backen. Diese Schulterlinie kommt hier ziemlich weit raus und die zieht sich wirklich vom Scheinwerfer vorne über die gesamte Länge des Autos bis hier hinten zum Rücklicht. Und da verschwindet sie dann langsam. Finde ich ausgesprochen ästhetisch und auch hier hinten natürlich 19 Zoll Alufelgen. Am Heck wartet jetzt noch der Kofferraum auf uns und der geht natürlich entweder hier mit dem Knopf oder mit der Fußgeste oder mit der Fernbedienung voll elektrisch auf und zu. Und ihr seht schon, da öffnet sich wirklich ein riesen Ladeschlund hier hinten. Wir haben 390 bis 1200 Liter Kofferraumvolumen, die 1200, wenn ich die Rücksitzbank umklappe, was ich etwas schade finde. Ich kann sie nicht per Fernentriegelung umklappen und ich zeige euch jetzt mal was. Der Kofferraum ist sehr, sehr tief. Und wenn ich hier rankommen will, dann muss ich mich hier schon unglaublich weit drüber lehnen oder ich muss halt nochmal rumgehen und kann dann die Sitze umklappen. Das kann ich dann im Verhältnis 60 zu 40 tun und habe in der Mitte auch noch eine Durchreiche, was ganz praktisch ist, wenn ich zum Beispiel mal ein paar Skier hier reinlade. Was es hier im Kofferraum vom G-Tron nicht gibt, das ist ein doppelter oder versetzbarer Ladeboden, denn hier drunter schlummern die drei Erdgastanks, wo insgesamt 17,3 Kilo Erdgas reinpassen. Zu dem Thema und zum Thema Verbrauch
später aber dann mehr beim Fahreindruck. Ich habe hier noch so ein paar Möglichkeiten, Sachen abzulegen, die mit Netzen ausgestattet sind. Das ist deshalb, weil wir hier die Sonderausstattung Gepäckraumpaket und Ablagepaket drin haben. Ist nicht teuer, würde ich immer dazu buchen. Dann fliegt das nicht alles so rum. Ja, und hier geht echt einiges rein. Ihr seht schon, das ist ein sehr großer Kamerarucksack. Hier ist nochmal eine große Kameratasche. Und weil ihr es alle so liebt, ich hatte hier im Kofferraum 4 Kästen Bier, die passen tatsächlich rein, ohne Probleme. Die habe ich nämlich für eine Feier besorgt. Wir machen ihm den jetzt wieder zu. Und was ich sehr praktisch finde, hier gibt es einen Knopf, da kann ich mich entscheiden, ob ich ihn einfach nur zumachen möchte oder ob ich nach Schließen der Heckklappe auch gleichzeitig das Fahrzeug verriegeln möchte. Das finde ich brutal praktisch, denn wenn ich meine Einkäufe hier rausnehme, nehme ich die raus, drücke auf den Knopf, nehme die Einkäufe in die Hand und kann dann ab nach Hause laufen und weiß, jawohl, mein Auto verriegelt sich. Wir machen ihn jetzt aber ganz normal zu und gucken uns den Rest vom Heck an. Was wir hier sehen, das sind Voll-LED-Rücklichter. Und auch hier hinten sind die unterteilt in so verschiedene einzelne geometrische Formen. Das sieht, finde ich, unglaublich modern aus. Natürlich blinkt der A5 sowohl hinten als auch vorne dynamisch. Sehr schönes Feature. Braucht natürlich, wie immer, kein Mensch, aber sieht cool aus. Ja. Und auch diese ganze Geometrie dieser Rückleuchten ist sehr flach und dadurch wird das Heck sehr breit gezogen, sehr weit auf die Straße runtergedrückt und sieht sehr sportlich aus. Eine Etage tiefer, dann der A5-Badge. Wenn wir noch ein Stückchen weiter runtergehen, haben wir hier natürlich Parksensoren und noch eine Etage tiefer. Die Auspuffblenden, die sind wirklich massiv, aber hier dahinter und auch auf der anderen Seite, da versteckt sich das echte Endrohr, was natürlich nicht so groß ist wie diese Blende. Wobei ich sagen muss, diese flachen und breiten Blenden passen sehr gut zu diesem technischen Heck. Das gefällt mir schon eigentlich ganz gut. Wir wandern ein kleines Stückchen weiter in die Mitte, folgen dieser Chromzieherspange hier hinten zu so einem angedeuteten Diffusor. Ist natürlich kein echter. Hier hinter kann ich, wenn ich möchte, auch noch eine elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung verstecken. Die genauen Anhängelasten, die seht ihr jetzt gerade hier unten eingeblendet. Ja, und eine Etage weiter oben haben wir eine Rückfahrkamera. Die ist leider nicht hinter einer Schutzklappe versteckt und hat nicht mal eine Waschdüse. Das heißt, gerade so im Winter oder sowas, wenn Salz auf der Straße ist, dazu noch ein bisschen Feuchtigkeit sich das Ding zusetzt, dann seht ihr nach hinten einfach tatsächlich sehr, sehr schlecht. Das finde ich ein bisschen schade und da hätte man ruhig bei einem Auto, was 70.000 Euro kostet, irgendeine Form der Reinigungsvorrichtung mit anbauen können, Audi. Naja, ganz rechts hier drüben haben wir dann noch den 40 G-Tron Schriftzug. Da könnt ihr euch aber auch einen Konfigurator aussuchen, ob ihr den einfach weglässt. Ist auf Preis los, kostet nichts, dann steht es halt nicht dran. Ich finde es aber ganz cool, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mit dem Ding durch die Gegend fahre, dass ich so ein bisschen, ja, mit was Besonderem unterwegs bin. Ich würde ihn dran lassen. Der gesamte Innenraum im aktuellen Audi A5 wirkt für mich ausgesprochen hochwertig. Das fängt schon hier oben an der Tür an mit diesem Element Klavierlack. Ich weiß, viele von euch können das irgendwie nicht so leiden, aber schön sieht es trotzdem aus. Darunter wird das Ganze dann begleitet von so einer Bahn-Echtholz-Zierleiste. Das sieht sehr schön aus, woran sich anschließt so eine große Alcantara-Fläche. Das ist super gemütlich und auch der Türgriff und diese ganze Fläche hinter den Knöpfen für Fensterbedienung und Spiegelbedienung ist komplett beledert und unterschäumt. Aber ich finde, ich bin mit dem A5 auch ein paar sehr lange Strecken gefahren. Diese Unterschäumung hier, da wo euer Ellenbogen aufliegt, wenn ihr so entspannt das Lenkrad in der Hand habt, die könnte ruhig noch so ein bisschen dicker sein, weil nach einer Weile merkt man das schon. In die Türtasche passt eine 1-Liter Flasche rein, anderthalb. Die werden dann schon schwierig, aber ich finde, das reicht. Hier gibt es dann auch noch den Knopf für die Fernentriegelung der Kofferraumklappe. Und das, was man jetzt hier sieht, das ist eine Box des Bang & Olufsen Systems. Bei uns ist das große System drin. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es ist jetzt kein überwältigend bombastischer Klang. Aber so zum Musikhören beim Autofahren in einem Auto ist das System schon wirklich sehr gut, finde ich. Und es empfehle ich jedem, sich auszustatten, der einfach gerne auf langen Strecken wirklich sich gut entertainen lassen möchte durch seine Musik. Ja, und dieses Hochwertigkeitsgefühl im Innenraum kommt nicht nur hier durch die Türen, sondern natürlich auch durch den Rest. Man findet überall Leder, Holz, unterschäumte Teile und sogar an einer Stelle, wo ich immer drüber meckere, nämlich da, wo an der Mittelkonsole mein Knie anliegt, ist es im A5 beledert. Und unterschäumt. So wie sich das gehört. Apropos Leder, das worauf ich sitze, ist eine komplette Ledersitzausstattung. Die ist sowohl hier auf meiner Fahrerseite als auch auf der Beifahrerseite komplett elektrisch einstellbar. Lehnenneigung, Sitzhöhe, Kippwinkel der Sitzfläche. Ich habe eine elektrisch einstellbare Lordosestütze und eine manuell zu bedienende Sitzflächenverlängerung.
Finde ich schön, dass es das hier im A5 gibt, dass ich mir die Sitzfläche auch ein bisschen länger machen kann. Das stelle ich mir nämlich immer ein. Und genauso funktioniert das eben auch auf der Beifahrerseite. Und ein letzter Punkt, hier unten haben wir noch eine Aluminium-Einstiegsleiste. Und weil wir jetzt in einem Fahrzeug mit der Ausstattungslinie S-Line sitzen, haben wir hier sogar nochmal diese rote Audi Motorsport-Raute und ein S eingeprägt. Oh, das ist schon alles sehr, sehr schön. In der Hand habe ich hier kein S-Line-Lenkrad, denn wäre es ein S-Line-Lenkrad, wäre es unten abgeflacht. Wir haben hier die eher klassischere Variante, schön rund, trotzdem natürlich Multifunktion. Auf der linken Seite bediene ich mich hier durch dieses ganze System durch, kann durch die verschiedenen Tabs hier durch, Verbrauch, Informationen zum Fahrzeug, Multimedia, Telefon, Navi, das, wie es bei Audi auch schon bekannt ist. Und auf der rechten Seite bediene ich dann Telefon und die ganze Multimedia-Geschichte. Dahinter gibt es jetzt eine Besonderheit hier im e-tron, denn ich habe im e-tron einen analogen Tacho und das nicht, weil hier irgendjemand bei Audi vergessen hat, ein Kreuz im Konfigurator zu machen, sondern den g-tron, ich glaube, ich habe gerade e-tron gesagt, weil ich meinte natürlich den g-tron, gibt es ausschließlich mit analogen Instrumenten. Da gibt es nicht das voll digitale Cockpit. Ganz seltsam, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Wahrscheinlich ist am Ende die Begründung, dass irgendwie hier dieses analoge Cockpit links diese Zusatzanzeige für den Erdgasfüllstand hat oder sowas. Keine Ahnung. Trotzdem habe ich in der Mitte ein sehr großes Farbdisplay, wo mir die ganzen Infos angezeigt werden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in den 2 Wochen, in denen ich das Auto jetzt hatte, hat es mich 0,0 gestört, dass ich hier einen analogen Tacho habe, weil ich finde halt auch die analogen Tachos von Audi sehr schön. So. Begleitet wird das dann aber trotzdem noch von einem großen Display hier in der Head Unit. Da ist es dann wieder wie bei einem ganz normalen Audi A5 oder zum Beispiel bei einem Q5 oder zum Beispiel auch beim Q5 Sportback. Das Video zu diesem ganz neuen Auto seht ihr auch bei uns auf dem Kanal. Einfach mal jetzt oben links, oben rechts in die Ecke klicken, da kommt ihr dahin. Hier haben wir die moderne Audi Kachelansicht. Und da kann ich mich hier durchnavigieren und durchwischen, alles per Touch. Ich habe hier keinen Drehdrückschalter, mit dem ich dieses System bediene. Und ich muss sagen, das stört mich ein bisschen beim Fahren, denn ich bekomme von diesem Display hier, 10,1 Zoll hat es übrigens, kein haptisches Feedback beim Klicken, sondern es ist nur akustisch. Ja, und da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob ich es getroffen habe oder wenn die Straße so ein bisschen uneben ist oder ich nur mal kurz hingucken möchte, weil ich gerade auf der Autobahn bin, dann ist es immer so, na, habe ich jetzt getroffen, habe ich jetzt gedrückt? Und dann dauert es einen kleinen Augenblick und dann wird die Funktion ausgelöst. Da würde ich mir also ein haptisches Feedback wünschen. Ganz viel haptisches Feedback gibt es dafür eine Etage tiefer. Die Klimasteuerung, die ist noch so richtig schön oldschool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht das so. Ich habe hier für sowas sehr gerne physische Knöpfe. Mich stört das gar nicht, dass es hier nicht super hochmodern Touch ist. Ich kann schön die Temperatur mit so ein paar schnellen Drehs einstellen, muss dafür kaum den Blick von der Straße wenden und es sieht trotzdem schön aus. Habe hier auch noch so ein kleines Gimmick, wenn ich mit dem Finger nur über die Tasten drüber streiche, dann zeigt mir hier dieses Display an, welche Funktion ich da auslöse. Es ist sehr cool und darunter habe ich nochmal eine Knöpfeleiste für Drive Select, Start, Stopp an, aus, die Stabilitätskontrolle aus, automatisches Parken, Parksensoren, alles was halt in so einem modernen Auto drin ist. Und mittig einen großen Wandlinganlagenknopf. Darunter gibt es dann eine Mini-Ablage. Ich weiß überhaupt nicht, wofür die sein soll. Passt vielleicht ein Kugelschreiber rein, einen USB-Anschluss, einen 12-Volt-Anschluss und 2 Becherhalter. Und in die Becherhalter passen auch die großen Softdrink-Becher von den bekannten Fast-Food-Marken rein. Hier hinter dann nochmal ein kleines Ablagefach. Ich mache das dann immer so. Ich habe entweder den Schlüssel hier drin oder habe mein Telefon hier so drin stehen. Ist ganz praktisch. Kann ich auch zumachen, dann sieht es nochmal cleaner aus. Dahinter der Fahrstufenwahlhebel für das 7-Gang-Automatikgetriebe. Hier ist eine 7-Gang-S-Tronic mit drin, Parkbremse, Auto-Hold und eine Funktion, die ich fantastisch finde, einen echten physischen Drehregler für laut, leise und um Titel vor und zurück zu skippen. Das ist sehr schön, da kann dann nämlich auch der Beifahrer hier ein bisschen was betätigen. Und ja, ich lasse das zu, dass mein Beifahrer hier was bedient. Ich weiß, einige von euch finden das ganz schlimm. Hier hinter habe ich dann eine in der Höhe und auch in der Länge arretierbare Mittelarmlehne. Und hier drunter verbirgt sich dann noch ein QI-Ladepad fürs Telefon. Gleichzeitig ist das hier ein Antennenverstärker, sodass der Telefonempfang beim Telefonieren im Auto etwas besser ist. Das ist ein Galaxy Note 9, also ein sehr großes Telefon, was hier ganz hervorragend reinpasst und schön gehalten und geladen wird. Gehen also auch die ganz großen neuen iPhones. Ja, hier gibt es zusätzlich nochmal so ein paar Ablagen und noch einen zweiten USB-Anschluss. Das ist dann allerdings ein USB-C-Anschluss.
Hier hinten im Fond sitze ich jetzt hinter mir selbst. Der Fahrersitz ist auf meine Position eingestellt. Ich bin 1,84 Meter groß und ich muss euch sagen, da wird es schon so ein bisschen beklemmend hier hinten drin, wie ihr das gewohnt seid. Ich nehme euch hier über die kleine Kamera mal mit. Schaut mal hier, also ich kriege so eben meine Hand hier noch dazwischen und das auch nur, weil der Fahrer- und Beifahrersitz nochmal so eine Ausformung für die Knie hat. Ich kann trotzdem meine Füße noch unter den Fahrersitz schieben, obwohl er auf der niedrigsten Position ist. Und was hier hinten durch die Coupé-Linie natürlich auch ein bisschen kritisch ist, schaut mal hier, die Kopffreiheit. Also die Frisur, die stößt schon an, wenn ich mich hinten anlehne, das geht eigentlich nicht. Nur wenn ich meinen Kopf runter mache, wenn ich ganz normal aufrecht sitze, dann geht's so eben. Ja. Aber so richtig viel Platz ist nicht. Aber man kann hier auf jeden Fall auch mal noch zwei Leute mitnehmen. Ich habe hier hinten auch eine Mittelarmlehne, klar. Ja, und hier kommen dann auch nochmal, zack, zwei Becherhalter zum Vorschein. Und die sind auch echt massiv, das ist cool. Das hält das auch gut und die Mittelarmlehne ist auch so breit, dass ich hier zu zweit meinen Arm drauf ablegen kann. Darunter nochmal ein mit Filz ausgekleidetes Fach, was so groß ist, da passt bestimmt auch so ein iPad Mini rein. Das finde ich eine coole Sache und das hält hier so magnetisch. Ja? Sehr, sehr cool. Fühlt sich ziemlich hochwertig an. Fast schon so ein bisschen Apple-mäßig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich klappe sie jetzt aber wieder hoch. Hier hinten gibt es natürlich außerdem auch Isofix. Schaut her. Hier, Isofix. Das sind aber hier solche abnehmbaren Kappen. Das heißt, wenn ihr hier die Isofix-Anschlüsse freilegt, merkt euch gut, wo ihr diese Kappen hinlegt. Ansonsten sind sie weg oder sie fliegen im Auto rum. Das ist nicht ganz so angenehm. Aber so kann ich natürlich eine Sitzschale oder eine Babyschale hier ganz einfach reinklicken. Hier hinten gibt es auch noch eine dritte Klimazone, wo sich die Mitfahrer die Temperatur einstellen können. Sie müssen sich dann halt streiten, wie warm oder wie kalt es sein soll. Es gibt nicht zwei Klimazonen. Außerdem zwei USB-Anschlüsse, dass jede Seite laden kann und zur Not nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Und das finde ich ganz toll, hier. Ich habe noch hier so ein richtiges Drehrad, um das Luftvolumen einzustellen. Und kann sich jede Seite einstellen, wo sie es gerne hingeblasen hätte. So, und jetzt eine Sache, die mich etwas stört zum Schluss. Guckt mal hier. Ich betätige den Fensterheber. Oh, was für eine Enttäuschung. Da kann ich jetzt hier hinten nicht cool meinen Arm raushängen lassen. Warum? Also, naja, wahrscheinlich ist da irgendwie das Rathaus im Weg oder so. Aber das... Guckt mal, das hier, da muss doch mehr gehen, oder? Naja, ich mache es schnell wieder zu. Ansonsten gedämpfte Griffe zum Festhalten und ich habe natürlich hier hinten auch noch zwei Lese-LEDs, mit denen ich dann hier schön irgendwie Bücher lesen kann. Die sind auch ordentlich hell, so dass das reicht. Jetzt aber genug vom Innenraum. Wir wollen endlich fahren. Los geht's. Und damit willkommen hier auf der Straße im aktuellen 2020er Audi A5 G-Tron. Wie fährt er sich denn nun? Das ist ja nun wirklich die große Preisfrage in so einem Erdgasauto. Was soll ich sagen? Ihr merkt schlicht keinen Unterschied zu einem normalen Verbrenner. Es gibt nur eine Situation, da bilde ich es mir zumindest mal ein, dass ich da einen Unterschied spüre. Und zwar die Situation, die wir jetzt zusammen erleben. Wir halten an einer roten Ampel und natürlich hat der A5 G-Tron eine Start-Stopp-Automatik. So, das Auto ist jetzt aus. Und wenn die Ampel gleich wieder grün wird, dann achtet mal drauf, wie der anspringt. Ich gehe jetzt von der Bremse runter. Ich habe das Gefühl, der springt so ein Ticken, aber wirklich nur ein Müh, rauer an als so ein Durchschnittsbenziner. Und das manifestiert sich vor allem dann, wenn hier mal die Situation auftritt, dass das Erdgas alle ist, beziehungsweise dass er mal für einen kurzen Moment mit Benzin fährt, weil ich gerade ganz frisch getankt habe zum Beispiel, dann springt er einfach nicht ganz so rau an. Das fühlt sich mehr so in die Richtung an, als würde ein moderner Diesel aus der Start-Stopp-Automatik anspringen. Also so ein normaler Benziner ist ein wenig sanfter beim Anspringen. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, man merkt es absolut gar nicht. Ich könnte nicht sagen, wenn ich diese CNG-Anzeige jetzt hier nicht sehen würde, ob ich ein Erdgasauto fahre oder einen normalen Benziner. Das ist schon sehr cool. Und auch hier im Stadtverkehr, wo wir jetzt gerade mit dem A5 G-Tron unterwegs sind, macht er sich natürlich gut. Wie auch sonst, ist ja ein ganz normales Auto, ne?
Obwohl wir in einem Coupé sitzen, finde ich die Übersicht ziemlich gut hier im A5. Wir haben ja auch den Fünftürer, den G-Tron gibt es ja nicht als Dreitürer. Und auch die Heckscheibe bietet mir eine gute Sicht nach hinten, im Gegensatz zu vielen anderen Coupés oder im Gegensatz zum Beispiel zum Audi Q5 Sportback. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut doch gerne mal vorbei. Gibt es hier auf dem Kanal oder oben rechts im Video eingeblendet. Der hat nämlich wirklich eine sehr kleine und sehr sportlich zusammengezogene Heckscheibe hinten. Da sieht man über den zentralen Innenspiegel nicht ganz so gut. Hier sehe ich sehr gut. Und mir hilft auch in der Stadt das ein oder andere Assistenzsystem. Ich habe hier natürlich einen Totwinkelassistent. Der versteckt sich im Spiegelgehäuse und nicht im Spiegelglas. Finde ich wie immer sehr angenehm, denn dadurch wird der rückwärtige Verkehr nicht so abgelenkt. Und ich kann das auch sehr gut sehen. Auch wenn die Sonne wirklich massiv auf den Spiegel drauf scheint, blendet mich dann also nichts weg. Und ich sehe die Warnung gut. Es gibt auch einen aktiven Spurwechsel bzw. aktiven Totwinkelassistent. Das heißt, wenn das Fahrzeug sensiert, dass dort ein Hindernis im toten Winkel ist, versucht er auch gegenzulenken. Und wenn ich die Spur wechsle, ohne dass ich den Blinker betätige, dann versucht er mich auch so ein bisschen in der Spur zu halten. Das kann ich natürlich, aber trotzdem auch alles einfach überfahren. Also es ist nicht so, dass mich das Auto dann zwingt, in der Spur zu bleiben. Ich habe hier im A5 G-Tron außerdem die Möglichkeit, mir einen Verkehrszeichenassistenten auszustatten. Dann zeigt er mir an, wie schnell ich überall fahren darf. Einen Spurhalteassistent, einen abstandsgeregelten Tempomat. Ich kann hier außerdem einen prädiktiven Tempomat haben. Das bedeutet, das Auto weiß, wo ich wann wie schnell fahren darf und regelt den Tempomat automatisch nach der Geschwindigkeit, die gefahren werden darf. Wenn ich jetzt also hier aus der Stadt rausfahre, hier ist 50 und das Auto erkennt, aha, jetzt bin ich auf der Landstraße, jetzt ist 100 und ich habe den Tempomat an, dann regelt der Audi automatisch auf diese Geschwindigkeit hoch und runter. Und auch wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn mit 140 dahin fahre und dann kommt eine Baustelle, wo ich auf 80 runterbremsen muss, wenn die Baustelle zu Ende ist, merkt sich der Audi, ja, mein Fahrer ist ja vorher 140 gefahren und setzt den Tempomat automatisch wieder zurück auf diese Geschwindigkeit, wenn dann wieder aufgehoben ist. Ist ein sehr cooles Feature. Einziges Problem daran ist, aber das ist nicht das alleinige Problem von Audi, sondern das haben eigentlich alle Fahrzeuge, die ich bis jetzt gefahren bin, die solche Systeme haben. Wenn in diesen Navi-Daten, auf die diese Systeme zurückgreifen, mal falsche Werte hinterlegt sind, weil irgendwo auf einer Landstraße oder auf einer Autobahn oder sonst wo mal eine Baustelle war und da war zwischenzeitlich 50 oder 80. Und das ist in dem Moment nicht mehr, wo ihr da lang fahrt. Dann hämmert ihr da vielleicht gerade mit Tempomat 160 durch, weil relativ wenig Verkehr ist. Und plötzlich geht, man muss es schon fast so sagen, geht das Auto schon fast in die Eisen, weil es denkt, oh Moment mal, hier ist doch 80, weil da noch irgendwelche alten fehlerhaften Werte gespeichert sind. Aber wie gesagt, das machen alle Autos, die dieses System haben. Das macht nicht nur Audi, das ist einfach ein Problem der Systempflege. Ja, da muss es öfter Updates geben. Da muss eine bessere Infrastruktur her. Aber ansonsten funktioniert das System meistens sehr gut und ist sehr, sehr praktisch. Und neben diesen ganzen Systemen, die mir beim Fahren helfen, habe ich hier natürlich auch noch sehr viele Systeme, die mir beim Rangieren und Einparken helfen. So hat unser A5 ausgestattet die 360-Grad-Rundumansicht. Da bekomme ich also in der Mitte in meinem großen Display, 10,1 Zoll ist es groß, eine 360-Grad-Ansicht ums Auto aus der Vogelperspektive. Außerdem kann er natürlich auch teilautonom einparken, sodass er nur noch Gas und Bremse betätigen muss. Und wir haben auch vorn und hinten Park Distance Control, die im Notfall, wenn ihr zu nah auf ein Hindernis zurollt, auch eine Notbremsung macht. Der allgemeine Fahrkomfort hier im A5 ist in meinen Augen auf einem ziemlich hohen Niveau. Ich bin viele sehr lange Strecken mit dem Auto gefahren, während er mich jetzt 2 Wochen begleitet hat. Und ich muss euch sagen, es ist ein sehr, sehr schöner Reisebegleiter. Das war alles sehr angenehm. Wir waren zum Teil auch zu dritt hier im Auto unterwegs. Und obwohl der A5 ja ein Coupé ist, ging das ohne so großartige Komforteinbußen. Das war schon okay. Und ja, der A5 ist einfach ein sehr schöner Alltags- und Reisebegleiter. Das hat mir wirklich gut gefallen. Dazu zählt oder dazu trägt auch bei das Fahrwerk, was mir sehr gut gefällt hier im A5. In unserem Fall ist das ein anpassbares Fahrwerk. Wir können die Dämpferkennlinie ändern. Über die Fahrmodusprogramme, über die verschiedenen Fahrmodi zur Verfügung steht uns hier Efficiency, Komfort, Automatik, Dynamic und ein Individualmodus. Ich fahre eigentlich die allermeiste Zeit im Automatikmodus herum, denn dann versucht das Auto permanent das Fahrwerk an die Gegebenheiten der Straße und an mein Fahrprofil anzupassen. Wenn das Auto feststellt, aha, mein Fahrer fährt jetzt hier gerade sehr zackig, sehr dynamisch, werden die Dämpfer härter gestellt, bin ich auf der Langstrecke auf der Autobahn oder auf der Landstraße und gleite dahin.
dann wird es ein bisschen weicher gestellt. Oder ich bin im Stadtverkehr unterwegs, wo mit vielen Unebenheiten zu rechnen ist. Auch dann werden die Dämpfer noch mal ein Stück weicher gestellt. Es funktioniert auch sehr, sehr gut. Es ist einfach bequem, komfortabel, angenehm, so wie man das halt von so einem hochpreisigen Fahrzeug auch einfach erwartet. Und jetzt habe ich die ganze Zeit von der Reisetauglichkeit und von der Langstreckentauglichkeit gesprochen. Jetzt fahren wir doch auch noch mal zusammen auf die Autobahn, denn dann hören wir auch mal, wie so das Geräuschniveau hier drin ist. Und wir können sehen, wie der A5 als G-Tron mit seinen 170 PS und 270 Newtonmetern eigentlich so durchzieht. Wir sind zusammen auf einer Autobahnauffahrt und ich sage euch mal die Geschwindigkeiten an, sobald wir auf die Autobahn drauf fahren. So, wir beschleunigen jetzt gemeinsam aus 50 heraus. Ich bin im Automodus und gebe jetzt einfach mal Kickdown. Da sind die 80. So, und ihr seht, es ist auch kein Problem, vor so einem LKW reinzuziehen. Da sind schon die 120 und da sind schon über 130. Und jetzt ist eine ganz normale Situation auf so einer Autobahn. Vor uns ist jetzt einfach jemand, der nicht ganz so schnell wegkommt. Wir ziehen aber noch ein bisschen weiter durch. Ich gebe bei 120 Vollgas, 130, 140, 150. Da sind die 160. So, und jetzt kommt der Punkt, wo es hier im A5 G-Tron schon so ein bisschen zäh wird. 170 haben wir überschritten, hier sind 180, 190. Und weil die Autobahn gerade so schön frei ist, ziehen wir noch durch bis 200. Da stehen die 200. Ja, also es ist auf keinen Fall untermotorisiert. Es ist absolut ausreichend zügig. Es ist ausreichend Kraft da. Was man halt merkt, wenn man so aus 130 heraus jemanden überholen muss oder irgendwo rausziehen muss, um vorbeizuziehen, dann fühlt sich schon an, als ob ihm so ein bisschen die Puste ausgeht. Aber das ist jetzt nicht unbedingt nur dem Erdgas geschuldet, sondern das ist auch einfach dem geschuldet, dass das Auto eben nur in Anführungszeichen 170 PS und 270 Newtonmeter hat. Wir setzen unseren Tempomat jetzt auf 130, dann bekommt ihr einen Eindruck vom Geräuschniveau. Die sind jetzt erreicht und ich finde, es fährt sich sehr angenehm, wie schon gesagt. Es ist nicht besonders laut. Ich kann mich bei 130 noch sehr gut mit allen Mitfahrern auf allen Plätzen unterhalten und kann auch bei 130 zum Beispiel Telefonate führen. Und ich kann euch aus der Erfahrung sagen, mein Gegenüber am Telefon versteht mich dann auch noch ganz hervorragend und sehr klar. Und auch bei 130, eben auch weil das Geräuschniveau nicht so hoch ist, macht es hier im A5 G-Tron sehr viel Spaß, Musik zu hören. Ich habe es euch schon im Stand gesagt, bei uns ist die große Option des Bang & Olufsen Soundsystems drin. Die ist beim A5 auch gar nicht so übertrieben teuer und die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr gerne Musik hört, dann stattet euch die große Version aus. Die lässt sich sehr schön vielschichtig einstellen hier im Equalizer. Die macht einen tollen, satten Sound, trotzdem gute Mitten. Ich höre einfach unheimlich gerne Musik hier im A5. Das macht Spaß und das trägt für mich auch zum Wertigkeitsempfinden und zum Reisekomfort bei. Letzter Punkt hier beim Fahreindruck, der Verbrauch. Ich bin den A5 G-Tron jetzt 2 Wochen gefahren und bin in den 2 Wochen 2500 Kilometer damit gefahren und habe einen Durchschnittsverbrauch von so ungefähr 4,5 bis 5 Kilo CNG pro 100 Kilometer auf der Langstrecke. Das bedeutet bei einem 17,3 Kilo Tank, dass ich eigentlich immer um die 400 Kilometer weit komme. Wenn der CNG-Tank alle ist, bleiben noch 7 Liter Superbenzin übrig und je nachdem, wie ich dann fahre, komme ich auch noch mal so um die 100 Kilometer, 100, 150 Kilometer damit, so dass ich keine Reichweitenangst haben muss. Und wenn das Ding dann leer ist, dann muss man natürlich tanken. Ja, und dieses Tanken, das machen wir jetzt zusammen. Ja, und diese Tankerei, die ist auch gar nicht mal so kompliziert. Ihr fahrt hier einfach an die Tankstelle ran. Und wir sind jetzt hier bei Aral und wir sind deshalb bei Aral, weil es hier tatsächlich relativ häufig 100% Bio-CNG gibt. Und dann läuft es eigentlich wie bei einem normalen Verbrenner. Ihr steckt hier an, zack, macht die Kupplung zu und drückt auf Start. Und das war's. Und jetzt geht's los. Das Kilo CNG kostet augenblicklich 1,05 Euro. Das bedeutet, ihr seid ungefähr auf dem Niveau von einem Diesel. Ich gucke gerade, Diesel kostet hier gerade 1,06 Euro. Das ist schon eine sehr coole Sache. Und bei einem Durchschnittsverbrauch von 4,5 Kilo auf 100 Kilometern, was ich ungefähr mit dem Auto habe, fahrt ihr günstiger
oder nahezu so günstig wie mit einem sehr sparsamen Diesel. Das ist schon cool. Aber mit 25% weniger NOx-Ausstoß und fast 100% CO2-neutral, zumindest wenn ihr so wie wir Bio-10 getankt. Sehr, sehr coole Sache. Ja, was bleibt noch viel zu sagen? Ein Fazit zum aktuellen A5 G-Tron. Die 2 Wochen haben mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hatte keinerlei Einbüßen. Auch die Erdgastankstellendichte hat absolut ausgereicht. Es gibt genug Apps, die euch da sicher durchnavigieren, wo ihr immer seht, dass ihr tanken könnt. Echt super. Es ist quasi kein Nachteil zu einem normalen Verbrenner, es sei denn, ihr wohnt wirklich super ländlich, wo gar keine Infrastruktur da ist. Dann ist es ein bisschen anstrengend. Und der Tankvorgang dauert etwas länger. So zwischen 8 und 10 Minuten müsst ihr rechnen. Aber sonst, coole Sache. Wie seht ihr das? Wäre 10G für euch eine Alternative? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich kein Video und gebt gerne einen Daumen nach oben, dann wird es besser verteilt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video oder bei Instagram. Da seht ihr nämlich in den Stories schon vorher, welches Video als nächstes kommt und habt schon ein bisschen Info vorneweg. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.